Ja, wir wollen beginnen mit zwei Grußworten. Mit zwei Grußworten der beiden Protagonisten, die quasi hier fürs Zentrum für Altersmedizin entscheidend sind. Das ist einmal das Klinikum Nürnberg als unsere Organisation, unser Unternehmen. Und das andere ist die Schöller Stiftung Nürnberg, die Schöller Stiftung. Und wir wollen beginnen mit dem Grußwort des Klinikums. Und dazu möchte ich bitte Herrn Professor Dr. Erbgut auf die Bühne bitten. Er ist der medizinische Koordinator am Standort Klinikum Nürnberg Süd und wird im Namen des Klinikumsvorstands nun ein Grußwort sprechen. Bitte schön. Ja, vielen Dank, liebe Elke. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich wahnsinnig, dass Sie leibhaftig hier sind und darf Sie deswegen sehr herzlich begrüßen. Ich begrüße Sie im Namen des Vorstands, auch des Vorstandsvorsitzenden des Nürnberger Klinikums, Herrn Professor Jockwig. Ich darf Sie aber auch begrüßen im Namen der drei Säulenkliniken, die dieses Zentrum für Altersmedizin repräsentieren. Das sind die Kliniken für Geriatrie, Psychiatrie und die von mir geleitete, die Klinik für Neurologie. Und ich darf Sie auch begrüßen, das wird ja ein Teil auch dann der Laudatio von Professor Gosch sein, im Namen der Jury des Schöller-Preises. Das ist ja ein großes Event und deswegen sind wir auch froh, dass wir das leibhaftig tun können. Ich begrüße Sie alle also als Zuhörer und wie es Frau Kaufmann schon gesagt hat, wir haben sehr geachtet, dass es regelkonform ist. Wir haben, glaube ich, noch nie so hochfrequent in die Inzidenzzahlen geguckt wie die letzten Tage. Und es freut uns, dass Sie gekommen sind und wir begrüßen eigentlich auch die, die dann später vielleicht im Internet unsere Aufzeichnung anschauen. Besonders begrüßen möchte ich Herrn Dr. von Imhoff. Herr Dr. von Imhoff gehört dem Stiftungsrat der Schöller Stiftung an und das ist ja letztlich die Institution, die es möglich macht, dass wir hier zusammen sind und dass wir auch viele Projekte gemeinsam machen können. Ich darf auch begrüßen, Herr Wessel, Sie für die Städler Stiftung. Sie haben eines der Preisprojekte mitgefördert. Das wird ja dann auch noch zu erwähnen sein. Also ich denke, wir sind gut hier versammelt. Ich begrüße natürlich auch die Referenten, angefangen von Herrn Professor Stein, der Ihnen erzählen wird, was Technik, Robotik, und das ist ja unser Thema, in der Chirurgie kann. Während er jetzt hier ist, operiert sein Avatar-Roboter im Nürnberger Klinikum. Mal schauen, was rauskommt. Wenn du kurzfristig weg musst, dann wissen wir, der hat irgendwas falsch gemacht. Darüber wird es gehen. Auch Frau Heim wird Ihnen aus der pflegerischen Sicht was sagen. Ich werde ein bisschen was über die ethischen Grenzen sagen, die da zu beachten sind. Also wir freuen uns auf einen spannenden Thementag oder Themenstunden und hoffen, dass Sie profitieren und etwas klüger nach Hause gehen, als Sie gekommen sind. Vielen Dank, dass Sie da sind. Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Grußworte von der Leinwand oder einem Bildschirm kennen Sie normalerweise nur von Kino oder Fernsehen. Dieses Jahr aber ist vieles anders. Wir mussten mit liebgewonnenen Gewohnheiten brechen und soziale Distanz halten. Mit Hilfe von Telefon, E-Mail, Kurznachrichten und Videochats haben wir mit Verwandten, Freunden und Bekannten, aber auch mit Mitarbeitern, Geschäftspartnern und manches Mal vielleicht auch mit unserem Arzt kommuniziert. Es war die Technik und hier vor allem die vielbeschworene Digitalisierung, die uns in der Zeit des Lockdowns geholfen hat, in Kontakt zu bleiben. Und so manch einer, der Online-Banking, den Einkauf im Internet oder bargeldloses Bezahlen bis jetzt abgelehnt hatte, hat seine Meinung geändert und schätzt inzwischen die Vorzüge, digital Abstand halten zu können. Es war größtenteils die Technik, mit der wir das Wirtschaftsleben aufrechterhalten konnten, und die Technik wird ein Teil sein, der uns dabei unterstützt, weiter sicher durch die Pandemiezeit zu kommen. Wenn uns also die Technik bei der Lösung unserer Probleme helfen kann, was liegt da näher als die Frage nach der Technik im Krankenhaus, dem heutigen Thema des Symposiums für Altersmedizin, zu dem ich Sie im Namen der Thier und Friedel Schöller Stiftung recht herzlich begrüßen darf. Bis vor kurzem hätten wir mit Technik im Krankenhaus noch Schlagworte wie Hightech und Apparatemedizin verbunden
und Bilder von an Schläuchen und Kabeln hängenden Patienten auf der Intensivstation wären uns durch den Kopf gegangen. Das ist sicher ein Aspekt von Technik im Krankenhaus, aber woran man viel seltener denkt, ist die Technik in der Behandlung und Pflege und natürlich auch in der Verwaltung. Wir alle haben in den letzten Monaten gemerkt, dass mit Stift und Papier kein Staat mehr zu machen ist. Die Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft schreiten voran und wesentlicher Treiber ist die Digitalisierung als Teilaspekt der Technik. Wir als Schöller-Stiftungen wollen diese Entwicklung fördern und dabei helfen, sie positiv zu gestalten. Das tun wir bereits mit einer Stiftungsprofessur für Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Dass auch das Klinikum Nürnberg, unser langjähriger Projektpartner, diese Entwicklungen ebenfalls ernst nimmt und sich mit den Chancen und Risiken der Technik im Gesundheitswesen intensiv auseinandersetzt, können wir als Stiftung nur ausdrücklich begrüßen. Besonders wichtig erscheint uns jedoch dabei, nicht aus den Augen zu verlieren, dass im Mittelpunkt all dieser Entwicklungen der Mensch stehen muss, sei es als Patient, sei es als Arzt oder Pfleger. Denn eins haben wir in der Zeit des Lockdowns ebenfalls gelernt. Ohne den aufopfernden Einsatz des medizinischen Personals hätte uns auch die beste Technik nichts geholfen. Deswegen auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die vielen Ärzte und Pfleger vor Ort. Jetzt bleibt mir nur noch der heutigen Veranstaltung ein gutes Gelingen zu wünschen. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Ich habe begonnen damit, was wir uns noch halbwegs gut vorstellen können, mit Robotern, mit Maschinen. Ich glaube, wo wir alle so ein bisschen ein ungutes Gefühl haben, ist bei der Vorstellung, die Maschine pflegt Menschen, ist wirklich im ganz engen Körperkontakt und sorgt für die Grundpflege, die Behandlungspflege, die bei Menschen nötig ist. Wir assoziieren landläufig damit so ein Stück Entmenschlichung oder auch vielleicht sogar Massenabfertigung. Also das sind zumindest die Bilder, die ich damit verbinde. Gleichwohl, denke ich, ist es naiv zu glauben, dass wir, wenn wir überall digital unterwegs sind, mit Smartphone, mit Augmented Reality im Auto, was auch immer, in der Pflege ohne Technik, ohne Digitalisierung auskommen. Frau Nadine Heim, die ist in beiden Welten unterwegs. Sie ist nämlich Pflegedienstleitung am Klinikum Nürnberg für verschiedene Kliniken, die Geriatrie, die Neurologie, die Nephrologie. Und sie engagiert sich im Pflegepraxiszentrum. Das ist ein Forschungsprojekt zur Erprobung von technischen Assistenzsystemen in der Pflege. Bitte begrüßen Sie mit mir Frau Nadine Heim. Ich bin gespannt auf Ihre Ausführungen. Ja, vielen Dank, Frau Kaufmann. Mein Thema heißt, geht Pflege auch digital? Ich möchte Sie mit meinem Vortrag zu einem kleinen Projekt kurz vorstellen und zum anderen so ein bisschen im Anschluss die Herausforderungen der Digitalisierung in der Pflege darstellen und vielleicht den ein oder anderen Diskurs auch mit anregen. Gut, dann ist es irgendwie ein befremdliches Gefühl, von einem Roboter gepflegt zu werden und verursacht ein bisschen Bauchschmerzen. Nichtsdestotrotz ist es viel diskutiert und man muss ein bisschen drüber nachdenken, wie man Robotik und digitale Technik in der Pflege einsetzen kann. Es gab unterschiedliche Forschungsaufträge seitens des
Ministerium, wo man sich überlegt hat, wie kann man das in der Pflege ein bisschen mit unterstützen. Da gab es aber viel Labortätigkeiten. Das heißt, man hat eine Wohnung zusammengestellt, wo man digitale Technik für die Pflege mit einrichten kann. Ein Haus hat man ausgestattet, aber es ist eigentlich nie in die Pflegepraxis gedrungen. Das heißt, der eigentliche Anwender, die Pflegekräfte oder auch der Patient ist nie damit in Berührung gekommen. Und somit hat man sich aufgemacht, die digitale Technik in einem Praxistest oder in der Praxiserprobung näher zu beleuchten. Und dazu gibt es eben das Cluster Zukunft der Pflege. Und da haben sich 5 Praxiszentren gefunden, wobei nur eins, das ist eher in der Labortechnik, das ist das Pflege-Innovationszentrum. Es gibt 4 Praxiszentren, wo man sich das ein bisschen genauer anschauen will, wie kann denn digitale Technik in die Pflege gelangen. Sie müssen sich vorstellen, das Pflegeinnovationszentrum untersucht das nach wie vor in vielen Laborsettings. Ich gehe da später noch mal ein bisschen näher drauf ein. Und alle anderen Pflegepraxiszentren haben sich innovative Ideen oder innovative digitale Technik herausgesucht und erproben das in unterschiedlichen Settings. Ich würde Ihnen da gerne das Pflegepraxiszentrum in Nürnberg ein bisschen näher vorstellen. Das ist letztendlich ein Zusammenschluss von 6 Konsortialpartnern. Der Konsortialführer ist das Nürnberg-Stift mit den Einrichtungen in der Altenpflege vorwiegend. Das Klinikum Nürnberg mit der Krankenhausversorgung, die evangelische, besser gesagt heißt er jetzt Diakoneo, früher Neundettelsau. Alle 3 bieten praktische Pflegesettings mit an in unterschiedlichen Versorgungsstufen, sei es ambulante Versorgung, sei es im Krankenhaus oder in der Altenpflege. Und unterstützt werden wir eben von 2 wissenschaftlichen Partnern, zum einen das IRIM, das IDC und begleiten tut uns auch noch das Forum MedTech Pharma. Ich würde gern das nächste Bild ein bisschen überspringen und das ein bisschen so vorstellen, wie jetzt der Forschungsauftrag bearbeitet wird. Wir haben einen 5-jährigen Forschungsauftrag, in dem wir unterschiedliche Pflegetechnologien erproben dürfen sollen. Und das Ergebnis soll dann auch aufzeigen, inwieweit oder welche Hürden gibt es denn bei der Implementierung von Technik, was muss man mit beachten und wie können wir die Schnittstelle zwischen Technik und Anwender, pflegerischen Anwender, wie können wir da Verbindungen herstellen? Die Grundidee am PPZ Nürnberg ist eben, dass die Praxispartner, das heißt die Diakoneo, das Klinikum Nürnberg und der Nürnberg Stift, Erprobungssettings zur Verfügung stellen, die dann von den wissenschaftlichen Begleitern mit begleitet werden, wissenschaftlichen Hochschulen, so rum, begleitet werden und dass unterschiedliche Produkte auch unter den ethischen, rechtlichen, sozialen, ökonomischen und pflegepraktischen Erfordernissen geprüft werden. Und Forum MedTech Pharma unterstützt uns eben in der Schnittstelle zur Wirtschaft. In der nächsten Grafik zeige ich Ihnen kurz, was denn so unsere Initialprodukte waren. Am Klinikum Nürnberg beschäftigen wir uns mit einer Lösung, wie wir digital das ein bisschen mit unterstützen können bei der Kommunikation mit Menschen mit Sprachbarrieren. Hierzu gibt es ja viele Möglichkeiten der Übersetzung. Viele bieten halt eben Blätter an oder Bücher, wo man sich ein bisschen mit behelfen kann. Es gibt auch Übersetzungssysteme, aber Übersetzung ist ja nicht gleich Übersetzung. Gerade die arabische Sprache zeigt gut auf, dass ein Wort mehrere Bedeutungen hat und je nachdem, was für eine Dialektform ich verwende, kann das auch mal schnell ein ganz anderes Thema werden. Und bei der sprachlichen Übersetzung muss man ja auch mit bedenken, dass man ja auch Kultur mit übersetzt. Manche Themen sind schamhaft belegt, dürfen so direkt nicht angesprochen werden. Bestimmte Themen werden in anderen Kulturen, gerade auch in asiatischen Themen, da ist es ein Kopfverlust, wenn bestimmte Themen angesprochen werden, dass etwas nicht mehr geleistet werden kann. Und das muss man auch da ein Stück weit mit integrieren.
Der Nürnberg-Stift beschäftigt sich mit einem Entertainment-Programm oder Angebot, eine VR-Brille. Da haben sie ein Spiel entwickelt, damit eben die Patienten oder die Bewohner sich mit dieser digitalen Technik auseinandersetzen können und da auch aktiviert werden. Und die erste Version, die hat man letztendlich gleich wieder zurückgegeben, die wäre ein bisschen zu fad und zu langweilig. Somit mussten sich die nochmal dran setzen und haben nochmal eine neue Version erstellt. Und Sie müssen sich das vorstellen, das ist wie auf einer Kirchweih, auf einer Marktsituation, wo man unterschiedliche Buden mit ablaufen kann und dazu ein paar Spiele kreiert werden, wo man virtuell an den Spielen mit teilnehmen kann, und das findet hohen Anklang. Und die Diakoneo hat sich zu Beginn mit einem Sensorpflaster beschäftigt, der Stutzerkennung mit dabei hat, auch Veränderungen, Lageveränderungen wahrnehmen kann, die Ortung auch wahrnehmen kann und Dehydrierung erfassen kann. Da hat man schon am Anfang auch mitgemerkt, welche Hürden damit reinkommen, wenn das Pflaster eventuell zu schwer ist, so dass man da den Tragekomfort erhöhen muss, oder gibt es Hautirritationen an den Pflastern, und ja, wie gehen denn demente Patienten auch mit so einem Pflaster um, weil die lernen ja mit solchen Ortungssystemen in Anführungszeichen auch umzugehen. Man hat ja öfters auch bei dementen Patienten auch mal so Ortungssysteme an die Jacke festgemacht, und die sind dann zum Teil entfernt worden, und natürlich gucken auch demente Patienten, wenn irgendwas an ihrem Körper mitklippt, was sie nicht kennen, dann wird das auch erstmal abgemacht. Ich habe auf der nächsten Folie Beispiele aus anderen PPZs kurz angefügt. Zum Beispiel beschäftigt sich das PIZ Oldenburg mit Unterstützungssystemen, wie man auch oder Robotiksystemen, die man in der Pflege dann aktiv mit unterstützen kann, oder das PPZ Freiburg hat ein audiovisuelles Projektionsgerät, wo großflächig Bildsequenzen angezeigt werden können mit optionaler Klangkulisse. Ja, die Einführung oder die Implementierung von digitaler Technik in der Pflege ist nicht ganz so einfach. Ich habe mir am Anfang das auch ein bisschen leichter vorgestellt, aber es gibt viele Dinge, die man abklären muss, und von daher bin ich da auch sehr dankbar für die Unterstützung mit den Hochschulen, weil da viele Fragestellungen abgearbeitet werden. Wie sieht es dann zum Beispiel, und das ist immer das erste Problem, was wir bearbeiten, mit dem Datenschutz aus? Wenn wir uns um die Patienten pflegerisch mit kümmern, werden mit digitaler Technik ganz oft auch Daten mit erfasst. Und wie wird denn mit diesen sensiblen Daten umgegangen? Wo werden die gespeichert? Hat dieses Produkt, was wir mit einsetzen, auch eine Datenerfassung? Das muss vorher alles mitgeklärt werden. Wir haben viele, viele ethische Fragestellungen, und unter anderem auch, und das zeigt auch das erste Bild, ist eine pflegerische Versorgung mithilfe von Robotik eigentlich ethisch vertretbar? Oder wird da eingespart, oder wollen wir das? Kann man das ersetzen? Ja, das muss man ethisch diskutieren. Wir haben Strukturgegebenheiten in den Einrichtungen, die einfach so sind, wie sie sind. Vor 30 Jahren gab es noch kein WLAN, von daher sind die Häuser auch ganz anders strukturell aufgebaut und müssen jetzt nachgerüstet werden. Und das ist ein massives Problem, was einige Häuser mit beschäftigt. Wir haben rechtliche Fragen, die wir abklären müssen. Ab wann ist denn so ein Sensorikpflaster eigentlich auch eine Freiheitsentziehung? Weil man kann ja jemanden damit orten, und das muss diskutiert und geklärt werden. Wenn man sich überlegt zu den Entertainment-Angeboten, wir hatten die Anfrage, inwieweit man auch Alexa in einem Altenpflegeheim mit verwenden kann, und da muss man sich halt dann auch überlegen, wo werden denn da eigentlich die Daten gespeichert und was wird denn da alles mit aufgenommen, und das geht einfach rechtlich nicht so. Wenn wir uns dieser Fragestellung aber jetzt nicht stellen, in 5 oder in 10 Jahren ist das überhaupt gar kein Thema mehr. Dann bringen das die alten oder die neuen Bewohner schon gleich mit, und da ist eine Forderung mit da. Und das müssen wir zeitnah und zügig bearbeiten. Und natürlich auch zu den Entertainment-Angeboten
Was macht das mit dem einen oder anderen Bewohner, wenn der eventuell kognitiv schon die ein oder andere Einschränkung hat? Sei es, weil er demenziell vorerkrankt ist oder sei es, weil irgendwelche Medikamente mit dazukommen. Es gibt das ein oder andere VR-Angebot, was man im Aufwachraum vielleicht mit nutzen kann, damit man jemanden die Angst ein bisschen nehmen kann vor der Narkose. Aber der ist vielleicht dann schon ein bisschen ansediert. Und was macht denn das mit dem Patienten? In welche Welt schwindet er denn ab? Und kann das eventuell dann auch Schwierigkeiten geben? Und natürlich ist eine Fragestellung, wer finanziert denn das eigentlich alles? Die Altenheime und auch Krankenhäuser sind unterschiedlich finanziert. Und nicht alles ist darüber mit abgedeckt. Wir haben auch einige Herausforderungen im Gesundheitswesen. Die ist nicht umfassend. Ich will nur ein bisschen was zur Diskussion mitstellen, auch in Bezug auf die technologische Entwicklung. Zum einen müssen wir dem Demografiewandel begegnen. Das wird die Herausforderung schlechthin sein für unsere Gesellschaft. Wir haben einen immer mehr oder höheren Anteil an älteren Bewohnern. Die ältere Bevölkerung nimmt immer mehr zu. Die jüngere Generation wird immer weniger. Wie werden wir da unser Versorgungssystem auch mit ausrüsten? Wir haben zunehmend Probleme, Auszubildende zu rekrutieren. Nicht nur, weil die Anzahl immer weniger wird, sondern auch, weil die wenigen, die noch nachkommen, ganz, ganz viel ins Studium mitgehen. Und der Zweig oder die Menge, die noch für die Ausbildungsberufe zur Verfügung stehen, immer weniger werden. Und natürlich haben wir auch so unsere Probleme, unseren Arbeitsplatz attraktiv darzustellen. Also was passiert auch mit unserem Berufsbild in der Pflege? Die Gesetzgebung im Gesundheitswesen, dass da Druck im Kessel ist, brauche ich nicht zu erwähnen. Und von daher ist es für uns auch in der Pflege nochmal ganz wichtig, dass wir eine andere Berufspolitik auch mit betreiben und auch unser Berufsbild deutlich positiver mit und attraktiver auch mit darstellen und dass wir gucken, dass wir vernünftige Rahmenbedingungen vor Ort mit haben. Und das eine oder andere kann auch sein, dass digitale Technik den Arbeitsplatz auch attraktiv macht, gerade für die Jüngeren. Ja, an der digitalen Technik, an dem Fortschritt kommen wir nicht vorbei. Der wird so geschehen, aber wir müssen mit ihm gehen und wir müssen viele ethische Fragen im Vorfeld klären, bevor sie uns überrennen. Die gesellschaftliche Entwicklung, da müssen wir dranbleiben, weil sie wird uns in den Altenpflegeheimen und im Krankenhaus begegnen. Und das nicht erst in 20 Jahren, sondern jetzt. Und von daher müssen wir uns ein Stück weit mit darauf anpassen und mitgehen. Und die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, dem müssen wir natürlich auch mit begegnen. Zum einen findet eine Digitalisierung statt, da wird sich vieles mit verschieben, auch in den Arbeitsplätzen. Ja, ich will jetzt gar nicht drüber nachdenken, was jetzt alles mit Covid auch mit passiert. Was ich ein ganz interessantes Thema finde, ist auch die Klimaveränderung. Zum einen die Auswirkungen auf Mensch und Gesundheit, aber auch was der Auftrag an die Krankenhäuser sein wird, dafür Nachhaltigkeit zu sorgen. Weil ich denke, da ist noch relativ viel Luft nach oben. Allein nur, wenn wir unsere Müllproduktion mit anschauen. Es wird alles umgestellt auf Einmalprodukte. Da denke ich, brauchen wir auch viel Innovation. Das wird ein Thema der Zukunft sein. Was braucht es, um ein Gesundheitswesen 4.0 aufzubauen? Für mich ist es ganz dringlich wichtig, dass wir eine gesellschaftliche Debatte führen. Was ist uns Gesundheit wert und wie wollen wir denn zukünftig gepflegt werden? Das Thema Robotik steht vor der Tür. Das müssen wir gesellschaftlich diskutieren, was wir denn gerne möchten. Wir brauchen eine Gesundheitspolitik, die den Patienten in den Mittelpunkt ihrer Gesetzgebung stellt und letztendlich aber auch den Akteuren im Gesundheitswesen dazu befähigt, Patientenorientierung auszuüben. Die Pflegeeinrichtungen, ambulant wie auch stationär, und Krankenhäuser müssen ins digitale Zeitalter geholt werden. Alle. Wir haben viele Krankenhäuser, die sich schon oder Altenpflegeheime, die sich da schon anpassen konnten. Aber gerade Häuser mit alten Baustrukturen müssen unbedingt nachgerüstet werden. Und da geht es mir nicht nur um den Robotikeinsatz oder digitalen Innovationen, sondern auch
Entertainment angeboten, weil das wird auch das, die Altenheime mit betreffen, aber auch die Kliniken. Oh, ich sehe, ich muss mich ein bisschen beeilen. Gut. Und was mir auch ganz wichtig ist, ist eben die stärkere Verknüpfung zwischen IT und Pflege. Dann komme ich schon zu meiner letzten Folie. Es ist aber, und es bleibt so, Pflege ist Beziehungsarbeit. Ich glaube, ich mag gar nichts anderes diskutieren und ich mag mir das auch nicht vorstellen, dass wir uns mit Robotern oder dass wir unsere Patienten mit Robotern versorgen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass digitale Technik und Robotik uns mit unterstützen können. Die Pflege kann digital, aber wir müssen sie vorher auch in die Produktentwicklung mit einbeziehen. Ich hatte es vorher schon gesagt, IT und Pflege sprechen unterschiedliche Sprachen und das müssen wir zusammenbringen. Letztendlich der gesellschaftliche digitale Wandel geht nicht spurlos an uns vorbei. Es wird Zeit, dass wir den Prozess aktiv begleiten und rechtzeitig alle relevanten Fragen beantworten. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Heim, für Ihren inspirierenden Vortrag. Auch hier bitte ich Sie wieder, Ihre Fragen auf die Moderationskarten zu schreiben. Ich fange mal an. Wie ist denn die Akzeptanz dieser technischen Hilfsmittel jetzt beim aktuellen Pflegepersonal? Also erleben die das als Erleichterung oder haben sie eher das Gefühl, es nimmt ihnen auch ein Stück die Beziehungsqualität mit, die ja Pflege auch immer ist? Also ich höre immer die Schlagworte, dass Pflege und Technik, das beißt sich und dass die Pflege da eher hohe Widerstände hat. Das erlebe ich nicht so, sondern eher, dass man da sehr aufgeschlossen ist zu Neuem. Aber es muss halt funktionieren und es muss den Arbeitsalltag erleichtern. Wenn die Technik dann nicht funktioniert oder abstürzt oder sonst irgendwas, dann hält das einfach nur auf und dann verschwindet das Gerät wieder im Schrank. Und das ist dann nicht zielführend. Und wir müssen halt IT und Pflege näher zusammenbringen. Das heißt, wenn es ein Problem gibt, das Gerät nicht funktioniert, dann muss jemand auch vor Ort sein, der das dann gleich regelt. Also so, wenn der Servicetechniker auch beim Telefon oder sonst was nicht gleich da ist, dann ist es schon schwierig. Ja. Ja, Zeit ist ja doch ein großes Thema bei uns. Und von daher, da verliert man die Geduld und dann... Ja, ich bin gespannt, was für Fragen aus dem Publikum da sind. Ich sehe jetzt keine Fragen. Dann habe ich mir noch vorhin was gedacht. Sie haben ja gesagt, für Sie ist auch eine der Fragen diese ethische Fragestellung, wie, ob das vertretbar ist, dass Pflege durch einen Roboter gemacht wird, weil ja dann eben diese Zuwendung fehlt. Und da wird uns später sicher Professor Erbgut noch einiges dazu sagen. Wie erleben, was ist da die Haltung auch bei Ihnen im Personal? Also würden die gerne das abgeben oder ist das so der schmerzhafteste Punkt? Also Robotikeinsatz ist der schmerzhafteste Punkt. Das können wir uns schwer vorstellen. Ich glaube auch so, dass es noch nicht so richtig funktioniert. Wir haben uns mal in Halle den Pepper angeschaut. Was ist das? Das ist dieser kleine Roboter, den man vielleicht vom Flughafen mitkennt oder im Hotel. So in der Lobby, der so rumwuselt, Genau. Mhm. Aber der ist außer ein um ihn als Informationssystem einzusetzen, noch nicht ganz hilfreich, weil der ruckelt so arg, der kann nicht interaktiv kommunizieren, weil die Idee auch vielleicht mal so da ist, gerade auf Stationen, wo es weglaufgefährdete Patienten gibt, dass man dann eben ein Signal bekommt, es ist vielleicht jetzt nur ein oder zwei Pflegekräfte auf Station nachts, der Patient schleicht sich raus und dass halt der Roboter hinterherkommt und den erstmal durch ein Gespräch mit aufhält. Ja. Aber das funktioniert nicht. Da steckt noch so viel IT-Nacharbeit drin, dass man das so nicht umsetzen kann. Aber das ist eigentlich auch noch gar keine richtige Vorstellung bei den Pflegekräften, dass das jetzt wirklich die Innovation ist. In zwei Jahren bei Ihnen auf Station der Fall ist. Ja, wie Sie gesagt haben, da müssen wirklich so zwei Welten zusammenkommen und die eine muss gegenseitig Verständnis entstehen.
Ich glaube aber, die Chance ist wirklich das auch, was es fürs Berufsbild bedeutet, wie attraktiv das Berufsbild wird. Wir haben ja vorhin gehört, bei den Chirurgen, bei den jungen Chirurgen ist es auch so, die sagen, sie wollen nur noch mit dem Roboter operieren, und dass das vielleicht für Pflegekräfte dann auch noch einmal ein Argument sein kann, zu sagen, ja, ich will den Beruf ergreifen und ich will da auch diese Technik mir nutzbar machen, dass es vielleicht weniger körperlich anstrengend ist. Die jungen Mitarbeiter schauen drauf, wo ist eine digitale Dokumentation, gibt es irgendwelche App-Funktionen, die man nutzen kann. Und ich finde aber auch nicht, dass die älteren Pflegekräfte davor eine Scheu haben, sondern da auch eine Erleichterung sehen. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Heim, für Ihre Ausführungen. Ja, wir kommen jetzt zum Höhepunkt des heutigen Schöller-Symposiums. Jedes Jahr an unserem Symposium steht ja die Preisverleihung im Mittelpunkt. In diesem Jahr war der Theo Friedl und Schöller-Preis der Versorgungsforschung gewidmet. Und ich bitte zur Laudatio Professor Markus Gosch auf die Bühne. Er ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats. Professor Erbgut hat ja schon angedeutet, dass ein ganzes Gremium damit befasst ist, den Preis zu wählen. Und er ist Chefarzt der Klinik für Geriatrie am Klinikum Nürnberg. Herzlich willkommen. Ja, auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ich darf heute die Laudatio halten. Die soll nicht zu kurz sein und nicht zu lang sein. Und jetzt werden wir mal schauen, ob wir das Richtige finden, das richtige Mittelmaß. Und ich möchte natürlich auch sozusagen ein bisschen meinen eigenen Aspekt einbringen in diese Laudatio, weil jeder hat immer sozusagen einen eigenen Punkt, wo er sagt, warum hat ihn das jetzt gerade angesprochen, diese Arbeit, oder was war das Faszinierende, was er dabei letztendlich sozusagen gedanklich damit verbunden hat. Das Erste möchte ich mal zeigen, sozusagen einen leeren Kühlschrank. Es gibt eine Studie aus der Schweiz, die vor einigen Jahren publiziert wurde, die gezeigt hat, dass ein leerer Kühlschrank eigentlich der wichtigste oder einer der wichtigsten Prädiktoren ist für die Aufnahme in der Pflegeheim. Sozusagen die Prognose des älteren Patienten einzuschätzen, wie ist seine häusliche Versorgung. Was mich als Geriater immer fasziniert hat, wie komme ich zu diesem Kühlschrank? Wie kriege ich diesen Einblick, was ist dort drinnen wirklich los und wie können wir das in unsere Betreuung letztendlich mit einfließen lassen? Wir sind natürlich an das Klinikum gebunden, wir kommen nicht raus und damit haben wir ja sicher einen ganz dramatischen sozusagen Wissensdefizit, was uns sehr schwerfällt im Alltag, das zu lösen. Das Zweite ist, was ebenfalls sehr stark mit dieser Thematik zusammenhängt, ist dieser Drehtüreffekt. Sie haben vielleicht schon davon gehört, im Krankenhaus, Patienten werden entlassen und kommen sozusagen relativ rasch wieder. Dieser Drehtüreffekt ist einerseits für die Patienten meistens eine leidvolle Erfahrung, aber letztendlich auch für unser sozioökonomisches System eine enorme Belastung. Und wie kann man das sozusagen verbinden, den Kühlschrank mit dem Drehtüreffekt? Und das ist sozusagen ein bisschen für die erste Arbeit, die dann ausgezeichnet ist, aber ich möchte sie noch ein bisschen in der Spannung halten. Das nächste, was Sie sehen, ist ein junger Gosch. Das Zeichnen und Malen. Das Original ist leider aktuell verschollen. Habe es am Wochenende nicht gefunden, aber Gott sei Dank noch ein digitales Abbild davon gefunden. Das ist ein Bild aus meiner Kindheit. Ich glaube, man kann sagen, ich war eigentlich recht glücklich, so wie es ausschaut. Bin in der Natur aufgewachsen, es war eine schöne Blumenwiese. Und das zeigt, dass wir eigentlich mit dem Malen aufwachsen und das Malen uns eigentlich fast ein Leben lang eigentlich begleitet. In welcher Form auch immer, sei es mit Tischkritzeleien, wie Sie es jetzt vielleicht im Rahmen der Vorträge gemacht haben, sei es auch mit Bildern zu Hause, die man malt. Aber im Alter geht es so ein bisschen dann verloren, irgendwie hat man das Gefühl. Und da geht sozusagen die zweite ausgezeichnete Arbeit hin, sozusagen, wie kann man das letztendlich erhalten, wie kann man das Malen erhalten, wie kann man das Interesse dafür wecken und welche medizinischen sozusagen Einflüsse hat das Malen und Umständen auf das Outcome der Patienten. Der Preis war damals ausgeschrieben für Versorgungsforschung. Wir hatten 9 Einreichungen. Das ist ein deutlicher Zuwachs, kann man sagen, eigentlich zu den letzten Jahren. Wir versuchen auch noch mehr letztendlich Werbung zu machen für den Preis. Mit 20.000 Euro ist es auch der höchst dotierte Geriatriepreis im deutschsprachigen Raum. Das ist schon eine schöne Summe, der da ausgeschüttet wird von der Schöller-Stiftung. Also da nochmal mein herzlicher Dank dafür. Es macht den Preis natürlich attraktiv. Und die Preisträger haben auch verschiedene Möglichkeiten, was sie mit den finanziellen Mitteln alles untermachen können. Auch da haben wir schon ganz viele verschiedene Lösungsvorschläge gehabt, auch fortsetzen, Pilotprojekte starten und Ähnliches. Da ist immer die Frage, wie findet man den Preisträger oder die Preisträgerin? Und ja, was halt auch mal passiert, ist so, dass man sagt, naja, eigentlich ist es fast so viele oder 2 ex aequo oder fast ex aequo und die können eigentlich beide ausgezeichnet. Und so war es auch diesmal.
dass wir gesagt haben, okay, wir haben eigentlich zwei Bewerber, die so gut sind, die sich am Preis verdient haben, und deswegen wurden aus den neun letztendlich zwei. Und wir haben sozusagen beschlossen, dass wir den Preis halbieren. Wir haben das schon öfter gemacht. Das war eigentlich auch immer von der Schöller-Stiftung so gut geheißen, dass wir sagen, okay, wir teilen es auf, weil wir einfach finden, zwei Bewerber gehören auf alle Fälle ausgezeichnet. Aber auch die anderen sieben letztendlich hätten sich einen Preis verdient gehabt. Aber man muss auch irgendwo ein Statement setzen und sagen, das sind unsere Favoriten. Ja, die Jury läuft dann ungefähr so ab, dass wir alle beieinander sitzen. Heuer nicht ganz alle. Es waren ungefähr nur die Hälfte, waren sozusagen vor Ort, der Rest war online. Ja, es ist auch keine reine Männerjury wie auf diesem Bild. Wir haben auch zwei Frauen drinnen und die Preisträgerinnen sind ja alle weiblich, wie der Name schon sagt. Also es war sozusagen kein Gender-Effekt da. Auch jeder hat natürlich seinen eigenen Aspekt bei den Preisen und sieht sozusagen genau irgendeinen Aspekt, der ihn anspricht. Letztendlich ist eine Preisvergabe immer was Subjektives. Ja, das läuft nie so ab, dass man sagt, was ist jetzt wirklich das Beste, oder? Es sind so verschiedene subjektive Meinungen und verschiedene Punkte, die sprechen einen an und dann sagt man, okay, da geben wir die Punkte hin. Und dann ist ein bisschen wie beim Eurovision Song Contest, dass wir zusammensitzen, die Frau Kaufmann sammelt die Punkte ein und es wird immer spannender, wer am Ende am meisten Punkte sozusagen ergattert hat. Aber zurück zum Eigentlichen, noch einmal zu den Preisträgern. Ein zweites Thema, was an Geriater natürlich immer fasziniert, und deswegen war meine Begeisterung neben dem Drehtüreffekt, neben dem leeren Kühlschrank auch ganz stark bei diesen Preisträgern verhaftet, ist im Prinzip sozusagen dieser Wiederaufnahmeeffekt. Und das zweite ist eigentlich das Buch House of God, was eigentlich der Albtraum jedes Geriaters ist. Ja? Und zwar das Buch ist der Albtraum, nicht der Goma, Go Out of My Emergency Room, der drinnen beschrieben ist. Es beschreibt eigentlich Altersrassismus in Reinkultur und genau das ist, was wir eigentlich vermeiden sollten. Ja? Also insofern, glaube ich, ist gerade die erste Arbeit auch ein klares Statement gegen dieses Denken. Was macht der Patient schon wieder da? In Wahrheit haben wir wahrscheinlich den leeren Kühlschrank übersehen und wie die Arbeit zeigen wird und viele andere Dinge, warum der Patient letztendlich wieder zu uns kommt. Es ist unser Versagen und nicht das Versagen des Patienten oder der Fehler des Patienten. Ja, und so geht der erste Preis nach Heidelberg, eine sehr renommierte Stätte letztendlich, und an die Frau Dr. Petra Schönmann-Gieck mit ihrem Team. Ich glaube, ihr seid zu dritt oder zu viert da. Ja. Es ist eine Kooperationsarbeit gewesen, im Prinzip von Gerontologie aus und letztendlich auch, ich glaube, die Feuerwehr war beteiligt, der Rettungsdienst war beteiligt und das Forum Demenz Wiesbaden. Und die Arbeit hat letztendlich geheißen, multiprofessionelles und intersektorales Schnittstellenmanagement für ältere Notfallpatienten mit sozialen Bedarfen. Und die Idee ist letztendlich einfach ganz faszinierend. Man nimmt die Informationen, die man zu Hause vorfindet, auf, gibt diese weiter und leitet eigentlich sehr früh eine soziale Unterstützung aus, damit man vielleicht gerade diesen Drehtüreffekt vermeiden kann, aber mehr werden dann die Preisträger in der Arbeit ja noch vorstellen. Die zweite Arbeit, denken Sie zurück an das wunderschöne Bild, den jungen Gosch, ja, das Delir, die Vermeidung des Deliers, und was kann man da tun und wie kann man sozusagen Kunsttherapie, das Malen mit dem Delir in Verbindung bringen. Ja. Delir ist für uns in der Geriatrie, aber nicht nur für uns, auch für fast alle klinischen Bereiche, eine der häufigsten Komplikationen im Krankenhaus, der akute Verwirrtheitszustand. Wie können wir denn vermeiden oder wie kann man besser managen, wenn er sozusagen auftritt. Wir wissen, dass die pharmakologische Therapie eigentlich aktuell mehr oder weniger eine Sackgasse ist. Damit haben wir relativ wenig Erfolg. Das heißt, wir konzentrieren uns auf nicht pharmakologische Maßnahmen. Und eine Idee, die sozusagen meine Studiengruppe auch an meiner Abteilung hatte, war im Prinzip, diese Kunsttherapie zu integrieren. Und so war es so, dass der zweite Preis eben nach Nürnberg ging, an die Frau Johanna Masuch, die ist Kunsttherapeutin, und die Frau Professor Katrin Singler, die sich sozusagen ein Projekt aus dem Boden gestampft hat, was wirklich ein Pilotprojekt ist und, glaube ich, auch erstmalig so in der Medizin zeigen konnte, dass ein positiver Effekt von Kunsttherapie und Malen auf den klinischen Verlauf stattfindet. Das Thema war die Kunsttherapie, eine neue Herangehensweise in der Diatherapie beim älteren Patienten. Auch da folgen die Details dann von den Preisträgern letztendlich noch selber. Dann bedanke ich mich. Ich hoffe, Sie sind gespannt, jetzt die Preisträger zu hören, dass Sie Ihre Projekte vorstellen. Ich glaube, es sind zwei sehr konträre Projekte, aber zwei absolut spannende Projekte. Ich bedanke mich vorher diesmal für die Aufmerksamkeit und herzliche Gratulation an die Preisträger. Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns sehr, heute hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die netten Worte eben, und wir möchten Ihnen gerne in
in Kürze unser Projekt vorstellen, mit dem wir uns für den Schöller-Preis beworben haben. Es handelt sich um das multiprofessionelle und intersektorale Schnittstellenmanagement für ältere Notfallpatienten mit sozialen Bedarfen. Wir möchten Ihnen das gerne zu dritt vorstellen, weil wir eine Kooperation gebildet haben und gerne aus den verschiedenen Perspektiven berichten möchten, wie dieses Projekt entstanden ist, beziehungsweise wie es aktuell auch noch weitergeführt wird. Das Projekt ist entstanden aus einer Bewerbung. Wir haben uns, kurz zurück, das Projekt wurde vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration im Rahmen des Landesprogrammes regionale Gesundheitsnetze gefördert und war angesiedelt im Amt für Soziale Arbeit in Wiesbaden in der Abteilung Altenarbeit in der Geschäftsstelle GERINET-WI, Netzwerk für geriatrische Rehabilitation. Das Ziel des Projektes lag darin, Menschen mit sozialen Bedarfen frühzeitig zu erkennen und bestenfalls unnötige Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Hierzu galt es, relevante Akteure zu identifizieren und vorhandene Strukturen zu nutzen, um daraus ein gelungenes Schnittstellenmanagement zu schaffen. Eine wichtige Rolle in dem Kooperationsverfahren spielen die Beratungsstellen für selbstständiges Leben im Alter. Es handelt sich hierbei um einen sozialen Dienst der Landeshauptstadt Wiesbaden, der sich an Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren, deren Angehörige, wie aber auch das soziale Umfeld, wendet. Die Beratungsstellen führen aufsuchende Beratung durch, das heißt, sie gehen auch zu den Klienten nach Hause und bekommen dort auch einen guten Eindruck in die häusliche Versorgung und die Situation des Klienten. 1983 wurde die erste Beratungsstelle ebenfalls als Modellprojekt in Wiesbaden errichtet und heute, rund 37 Jahre später, erstreckt sich das Beratungsangebot auf die gesamte Landeshauptstadt, verteilt auf 4 Standorte mit insgesamt 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten, informieren und unterstützen mit dem Ziel, Wege und Möglichkeiten einer selbstständigen Lebensführung aufzuzeigen. In diesem Schaubild, ich weiß nicht, ob Sie es gut lesen können, aber ich werde es einmal kurz durchgehen. Sehen Sie die Vorgehensweise unseres Projektes bzw. des Kooperationsverfahrens. Es beginnt oben zunächst, dass der Rettungsdienst die Person identifiziert, die einen sozialen Unterstützungsbedarf hat. Die Identifikation erfolgt anhand einzelner Kriterien des Instrumentes Infomail. Darunter fallen unter anderem die häusliche Unterversorgung, der Zustand der Wohnung oder zum Beispiel das Krankheitsbild Demenz. Im nächsten Schritt informiert der Rettungsdienst durch die Übermittlung des Instrumentes Infomail die Beratungsstellen. Ist eine Klinikeinweisung erfolgt, informieren die Mitarbeiter der Beratungsstelle den Kliniksozialdienst mittels Infofax. Das Infofax, kurz nebenbei, ist ein seit 13 Jahren bewährtes Instrument, welches zur Überleitung in und aus dem Krankenhaus zwischen den Wiesbadener Akutkliniken und den Beratungsstellen genutzt wird, um Bedarfe von Klienten bzw. Patienten weiterzuleiten. Erfolgte keine Klinikeinweisung durch den Rettungsdienst, nimmt der Mitarbeiter der Beratungsstelle Kontakt zu hilfebedürftigen Personen auf oder deren Angehörige und leitet notwendige Hilfemaßnahmen ein. In beiden Konstellationen gibt die Beratungsstelle innerhalb des festgesetzten Zeitraums von 5 Werktagen den aktuellen Sachstand per E-Mail an das Rettungswesen wieder. Das soeben aufgezeigte Verfahren wurde 2018 begonnen und mit einer Kooperationsvereinbarung geschlossen und wurde dann jetzt verstetigt und läuft auch weiterhin. Und somit würde ich jetzt abgeben an Herrn Hagner von der Feuerwehr bzw. dem Rettungsdienst, dass er seine Sichtweise schildern kann. Dankeschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Auch ich möchte mich nochmal bedanken, hier sein zu dürfen, vor allem zu diesem Anlass.
Ich möchte Ihnen ganz kurz das Projekt aus Sicht dieses Konzeptpartners Rettungsdienst vorstellen. Wir kommen aus Wiesbaden, sind dort von der Berufsfeuerwehr aus für das Rettungswesen verantwortlich. Und damit Sie mal eine Vorstellung haben über unsere Stadt, wir sind eine Stadt mit 300.000 Einwohnern, deutlich kleiner als jetzt hier Nürnberg und die Region. Aber trotzdem, wenn man sich mal die Zahlen so anschaut, dann haben wir aus den 270.000 Anrufen, Notrufen letztendlich ca. 160 Rettungsdiensteinsätze täglich. Das ist sicherlich eine Zahl. Und aus diesen Einsätzen heraus hat sich letztendlich dann auch das Konzept ergeben. Wir haben Veränderungen im Rettungsdienst wahrzunehmen. Das zeichnet sich schon des Längeren ab, dass wir eben im Rahmen des demografischen Wandels auch eine Veränderung unseres Einsatzspektrums haben, wo wir früher noch, oder was heißt früher, unser Kerngeschäft der Verkehrsunfall oder der internistische Notfall war, so nehmen wir jetzt immer mehr eben den sozialen oder soziale Bedarfe im geriatrischen Krankheitsbild bis hin zu verwahrlosten Wohnungen, zu denen wir natürlich auch häufig gerufen werden. Das hat uns letztendlich darin bestätigt, als das Amt für Soziales auf uns zukam und über die Konzeptidee gesprochen hat, offene Türen bei uns eingerannt, weil eben die Bedarfe auch bei uns da waren, zu sagen, wir haben eben eine stetige Zunahme von Einsätzen mit sozialen Bedarfen, die von uns schwer bedienbar sind. Letztendlich ist uns oft nichts anderes übrig geblieben, als dann diesen Klienten oder Patienten einer Akutklinik zuzuführen, um ihn aus dieser häuslichen Umgebung erstmal rauszuholen. Wir haben dann seit März 2018 eben diesen Kooperationsvertrag mit den Beratungsstellen geschlossen und letztendlich dann über diese geclusterte Rückmeldung, über unseren Rückmeldebogen, der letztendlich so aussieht, in dem das Rettungsdienstpersonal sehr wohl schon vorsortieren kann, um welche Art von sozialen Bedarfe geht es hier. Geht es um überforderte Angehörige, geht es um Einsamkeit oder geht es um Unterversorgung etc. Das heißt, unsere Rettungsdienstbesatzungen werden im Anschluss an einen derartigen Fall diese Mail an die Stelle im Sozialamt schicken und dann letztendlich dort das Projekt weiterlaufen. Die Evaluation dieses Ganzen würde ich jetzt gerne übergeben an Frau Professor Dr. Schönemann-Sieg. Das wird auch nicht. Und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, also wie haben wir jetzt aus Heidelberg dieses Verfahren in Wiesbaden evaluiert? Zunächst ist bei so einem neu eingeführten Verfahren immer wichtig, dass die Implementierung wirklich stattfindet, weil wenn etwas nicht gut implementiert ist, kann es auch nicht wirken. Insofern war das unser erster Fokus. Und der zweite Fokus war dann, ob eines der beiden Ziele erreicht wird, nämlich die sozialen Bedarfe. Also ist es wirklich so, dass Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte soziale Bedarfe erkennen können? Und zum Zweiten können wir damit Klinikeinweisungen verhindern, unnötig Klinikeinweisungen. Das waren die drei Bereiche. Die Ergebnisse zur Implementierung zeigen, dass das Verfahren sehr gut angenommen wird bei den Rettungskräften. Alle Leistungserbringer, die in Wiesbaden tätig sind, beteiligen sich am Verfahren und wir haben seit März 2008 jetzt 257 Fälle, die in das Verfahren reingenommen wurden. Das sind etwa 2 pro Woche, die eben diese sozialen Bedarfe aufweisen und dann an die Beratungsstellen weitergeleitet werden. Von beiden Seiten, sowohl von den Beratungsstellen als auch von den Rettungskräften, wird das Verfahren sehr gewertschätzt als gute Ergänzung ihrer Tätigkeiten, insbesondere was die Problemfälle angeht, also Patienten, die vorhin beschrieben wurden, immer wieder aus den Kliniken rausgehen und nach wenigen Tagen wieder eingewiesen werden, also diese Drehtürpatienten oder auch Patienten, die uneinsichtig sind und keine Hilfen annehmen wollen. Solche Patienten können eben dann in Kooperation zwischen den Beratungsstellen und den Rettungskräften besser versorgt werden. Es ist so, dass dieses Verfahren auch aus anderen Gebietskörperschaften schon nachgefragt wurde. Also wir sind schon ein bisschen rumgetingelt und haben unsere Idee vorgestellt, sicherlich, weil sie auch so einfach ist, aber eben relativ wirksam.
Allerdings ist es eben bezüglich der Implementierung auch wichtig, dass in den Schulungen der Rettungskräfte immer wieder dieses Verfahren erneuert wird, eben weil da auch eine gewisse Personalfluktuation steht. Und das kann ich ja schon vorwegnehmen, aber wenn wir dieses Geld dann eben kriegen, würden wir gerne auch hier genau was investieren und vielleicht eine App entwickeln, damit die Rettungskräfte besser dieses Verfahren anwenden können und einfacher anwenden können und das dann eben noch besser weiterläuft. Was die sozialen Bedarfe der Teilnehmer betrifft, also es ist ja nicht ganz selbstverständlich, dass Rettungskräfte soziale Bedarfe erkennen. Oh, ich bin viel zu. Sie sehen hier, wir haben ganz große Probleme, was die häusliche Unterversorgung angeht. Der Zustand der Wohnung ist bei ganz vielen Patienten, bei 2/3 der Patienten ein großes Problem und eben die soziale Isolation, die haben wir auch schon angesprochen. Im Schweinsgalopp geht es weiter, was die Frage der unnötigen Klinikeinweisungen angeht. Jeder zweite Patient wurde eingewiesen von uns, wurde eingewiesen von den Rettungskräften. Es wurden dann die Beratungsstellen eingeschaltet. Und hier stellte sich der Zustand der Wohnung wirklich als signifikanter Prädiktor, also wirklich auch in der Regressionsanalyse nachgewiesen, als signifikanter Prädiktor für Klinikeinweisungen nach. Die Patienten, die eingewiesen wurden, hatten 3-mal mehr Probleme im Zustand ihrer eigenen Wohnung. Bei den anderen Patienten konnte eben ambulant was gemacht werden. Was aber klar ist, ist, dass bei vielen Patienten auch der Effekt sozusagen indirekt eintritt. Erst über eine Stabilisierung der Versorgungssituation können dann eben zukünftige Klinikeinweisungen verhindert werden. Das ist also sozusagen ein präventiver Effekt. 3 Punkte noch zum Fazit. Zum Ersten, das Verfahren ist sehr simpel und baut eigentlich auf bestehenden Strukturen auf. Der Rettungsdienst macht, was der Rettungsdienst sonst tut, die Beratungsstellen auch. Und sie arbeiten jetzt nur patientengenau miteinander zusammen. Deshalb ist die Akzeptanz sehr hoch. Zum Zweiten ist deutlich geworden hier, dass dieses ganze Thema der unnötigen Klinikeinweisungen und der Verhinderung von unnötigen Klinikeinweisungen nicht, wie es im Moment häufig läuft, nur anhand ambulant sensitiver Diagnosen weitergeführt werden kann, sondern insbesondere im Alter eben multifaktorielles Geschehen betrachtet werden muss und auch angegangen werden muss, wenn man dieses Thema betrachtet. Und die Frau Ossendorf hat es beschrieben, diese Kooperationsbereitschaft ist nicht selbstverständlich, die ist bei uns im Netzwerk eben sehr gut ausgebildet, aber eben vor allem auch diese hervorragenden ambulanten Case-Management-Strukturen durch die Beratungsstellen für selbstständiges Leben im Alter, die einfach die Basis von so einem Projekt sein müssen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zuerst kommen die Blume und die Gratulation. Herzlichen Dank. Herzliche Gratulation. Vielen Dank. Vielen Dank für die nette Laudatio. Eine Flasche Wein haben wir doch sicher. Ja. Sicher eine Flasche Wein, oder? Aber ich gebe euch erstmal die Urkunden, ich habe die Hände voll. Und dann darf ich gleich die Frau Professor Singler und die Frau Masuch nach vorne bitten. Ja, ganz herzlichen Dank für die einführenden Worte, lieber Markus. Herzlichen Dank für die Laudatio. Ich möchte gleich mittendrin beginnen. Sie sehen alle das Bild, Sie haben das auch als Postkarte vor sich liegen. Sie haben vorhin gerade die nette Wiese vom Herrn Gosch gesehen. Lassen Sie das Bild ganz kurz auf sich wirken und überlegen, was das in Ihnen auslöst. Sicher was anderes wie die Blumenwiese. Vielleicht Unruhe, Agitiertheit, Angst, Durcheinander. Das ist das Bild einer 83-jährigen Patientin auf unserer akutgeriatrischen Station, eine Teilnehmerin an unserer Studie. Und was sie dazu gesagt hat, ist folgender Satz: Eine ziemliche Katastrophe, so wie es in meinem Kopf ausschaut. Und wenn man sich das Bild anschaut, kann man das nachempfinden, was sie da von sich gegeben hat. Jetzt, wie passt Kunst, wie passt Malen, auch wenn das gar nicht stimmt, wie passt Kunsttherapie mit unserer Medizin in einem Krankenhaus der Maximalversorgung denn überhaupt zusammen? Passt das zusammen? Wie läuft das ineinander? Ich
Und auf diese Frage können wir ganz klar mit Ja antworten, wenn wir den Report der WHO angucken. Die hat sich angeguckt, welche Rolle spielen denn die Künste und die Kunsttherapie in der Gesundheitsversorgung, haben gesagt. Da ist ein ganz, ganz großer Effekt, der leider im Gesundheitssystem noch gar nicht so wirklich angekommen ist und auch verortet ist. Und wir haben jetzt geguckt, naja, welche Rolle spielt denn dann die Kunst bei diesem Delir? Gibt es da einen Effekt? Und wie können wir den wissenschaftlich belegen? Weil die WHO fordert auf der einen Seite, integriert die künstlerischen Therapien mehr ins Gesundheitssystem, aber liefert uns bitte noch wissenschaftliche Belege. Und das war die Basis unserer Studie. Und zwar in der PAINT-Studie haben wir geguckt, wie wirkt es, wenn Patienten zusätzlich auf einer Akutstation Kunsttherapie bekommen. Wir waren auf einer Akutstation, das heißt, da werden Patienten mit einer akuten Erkrankung, einer Lungenentzündung zum Beispiel, eingewiesen. Und diese Patienten haben dann direkt am Patientenbett Kunsttherapie erhalten. Wir als Therapeuten sind also zu ihnen gekommen und nicht wie sonst im Therapeutischen es eher ist, dass der Patient zum Therapeuten in einen extra Raum kommt, sondern diese akute Situation, in der sich der Patient befindet, hat auch neue Konzepte gefordert. Und für diese Forschungsarbeit haben wir ein grundlegendes Neuland betreten und mussten ein Konzept erarbeiten mit Methodik, welches Material etc., um wirklich diese Therapie am Patientenbett umsetzen zu können. Der Patient, der ein Delirrisiko hatte und ab 70 Jahren war, hat Kunsttherapie sowohl am Vormittag auch als am Nachmittag bekommen. Wir haben versucht, ganz individuell mit dem Patienten zu arbeiten. Das war abhängig vom Allgemeinzustand des Patienten und haben dadurch versucht, eine Reorientierung zu bekommen, eine Fokussierung, das, was beim Delir oft fehlt, das war unser Ziel, gleichzeitig auch individuelle Kompetenzen wieder zu stärken, Ressourcen zu aktivieren und vor allem auch durch die Biografiearbeit den Patienten dort abzuholen, wo er sich gerade befindet. Um sich das ein bisschen besser vorzustellen, wie wir arbeiten haben, haben wir Ihnen ein Foto gezeigt. Das ist unser mobiles Atelier, mit dem es uns möglich war, wirklich am Patientenbett, teilweise auch im Patientenbett oder auf dem Gang mit den Klienten zu arbeiten. Jetzt habe ich schon gesagt, der Allgemeinzustand ist ganz, ganz wichtig für die kunsttherapeutische Arbeit, damit wir individuell arbeiten können. Die Patienten, die in der Studie eingeschlossen waren, waren im Mittel 85 Jahre alt, also sehr alt. Und der Allgemeinzustand war meistens sehr, sehr schlecht, was durch verschiedene Messinstrumente, die wir am Anfang und am Ende erhoben haben, eben belegt werden konnte. Zusätzlich zu dem Risiko, dass ein Delir entwickelt werden kann oder die Patienten schon delirant waren, gab es starke kognitive Einschränkungen. Das wurde mit Mini-Mental, das ist ein kognitives Screening-Instrument, gemessen. Und der war sehr, sehr schlecht. Und zusätzlich haben diese Patienten einen hohen Bedarf an Unterstützung im Alltag. Das fängt schon damit an, dass jemand benötigt wird, der die Patienten aus dem Bett mobilisieren kann, der mit ihnen in den Gang laufen kann. Also wir haben mit sehr hilfebedürftigen, alten, zerbrechlichen Menschen Kunsttherapie aufgrund dieses Konzeptes am Bett umsetzen können. Und jetzt war natürlich die Frage, was sagen die Zahlen dazu? Ja, was konnten wir zeigen? Sie müssen sich vorstellen, die Patienten, ein Beispiel haben Sie gerade gesehen, die sind an sich schon schwer krank, wenn sie ins Krankenhaus kommen und jetzt sind sie noch akut delirant, also akut verwirrt zusätzlich. Oder sie haben eine große Gefahr, dass das eben passieren könnte. Und dieses Delir zieht ja sehr negative Folgen nach sich. Für uns ist es immer ein Marker, wenn jemand zusätzlich auch noch akut verwirrt ist, dass er so schwer erkrankt ist oder aus der Spur geraten ist, dass sogar die kognitiven Leistungen, also das Gehirn, in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Deswegen war für uns eine ganz wichtige Frage, können wir das durch unseren zusätzlichen Einsatz von Kunsttherapie zum normalen Management des Patienten verhindern? Oder wenn wir das vielleicht nicht können, können wir die Delirdauer verkürzen, weil die Evidenz dafür da ist, je kürzer dieser schlechte Zustand andauert, umso weniger kommt es zu unerwünschten Ereignissen, bis hin zur Mortalität, zur Sterblichkeit, die man dann eben deutlich verringern kann.
Ein Ergebnis, und das ist unser wichtiges Ergebnis, ist, dass wir die Tage mit einem Delir, also die Delirdauer, kürzen konnten. Jetzt werden Sie sich fragen, ja und konnten Sie überhaupt verhindern, dass es auftritt? Konnten wir nicht zeigen. Das mag an verschiedenen Dingen liegen. Zum einen ist die Fallzahl, wenn Sie mit deliranten Patienten forschen, immer sehr gering. Es fallen sehr viele raus, die zum Beispiel keine schriftliche Einwilligung geben können oder die zusätzlich jetzt, das war bei uns ein Ausschlusskriterium, infektiös waren. Wir hatten in die Gesamtstudie 108 Patienten eingeschlossen, was eine große Anzahl ist für Studien mit deliranten Patienten. Allerdings für statistische Zwecke doch eher eine kleine Anzahl ist. Wir konnten nicht zeigen, dass sich die Inzidenz, also das Auftreten eines Delirs, verhindert hat. Wir begründen es zum einen mit der kleinen Fallzahl, zum anderen aber auch, dass wir überzeugt davon sind, dass bei der Schwere der Erkrankung, weswegen die Patienten zu uns ins Krankenhaus gekommen sind, der Weg schon gebahnt war. Also das Delir bei vielen auch schon, also bei 13% war es schon da, als wir sie eingeschlossen haben in die Studie, und bei den anderen der Weg einfach schon dahin klar war. Aber was für uns ganz, ganz wichtig war, und ich denke, das ist ein sehr gutes Ergebnis, dass wir die Tage mit dem Delir vom Median von 8 Tagen in der Kontrollgruppe, also die ohne Kunsttherapie, auf deutlich senken konnten, auf einen Median von 3 Tagen in der Interventionstherapie. Und somit, wenn man den Vorstudien, meistens im Intensivbereich liefen, folgt, somit auch das negative Outcome solcher Patienten wahrscheinlich deutlich beeinflussen können, mit einer zusätzlichen Einsatz von Kunsttherapie. Wir können also sagen, Kunsttherapie im Deliermanagement ist effektiv. Es bedeutet Aktivierung und Reorientierung für die Patienten. Es hat, sage ich jetzt mal so, keine Nebenwirkungen. Es kann wirklich nicht viel passieren. Es stärkt auch die individuellen Kompetenzen und Ressourcen von Patienten, was von den Patienten als sehr, sehr positiv wahrgenommen wurde, auch von den Angehörigen, die sie besucht haben. Es gibt eine erweiterte Möglichkeit der Kommunikation, die ja mit solchen Patienten auch deutlich eingeschränkt ist. Und es ist zudem noch eine Entlastung für die Patienten, aber eben auch für Angehörige und für das ganze Team. Einen ganz besonderen Dank möchten wir unserem Sponsor aussprechen, der Städtler Stiftung Nürnberg. Das ist auch eine Patientin, die geschrieben hat, die Krankenhausbehandlung mit künstlerischer Ausbildung. Also es wurde von den Patienten auch wirklich sehr, sehr positiv bewertet. Und abschließen möchte ich meinen Vortrag mit einem Satz, den auch eine Patientin gesagt hat. Ich wach auf und denke ans Malen. Ich schlaf ein und denke ans Malen. Und ich hoffe, dass Sie jetzt nicht eingeschlafen sind, aber dass Sie vielleicht, wenn Sie das Bild mit nach Hause nehmen, ab und zu mal ans Malen und an die Kunsttherapie denken. Herzlichen Dank. Ja, unser nächster Referent, Sie kennen ihn schon. Er ist nicht nur Neurologe und Chefarzt, er ist auch Diplompsychologe, er ist Vorsitzender des Ethikforums am Klinikum Nürnberg, und seine Expertise bringt er in verschiedene Fachgutachten, sowohl in neurologischer als auch in ethischer Hinsicht, in ganz Deutschland ein. Wir freuen uns, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Professor Dr. Frank Erbgut. Ja, vielen Dank für die freundliche Ankündigung. Wir haben heute gelernt von Frau Heim und Herrn Stein, dass wir im Bereich der Dokumentation die Papier- und Bleistifte einsammeln sollen zugunsten von digitalen Lösungen. Jetzt wissen wir, wo Papier und Bleistift wir die hingeben, nämlich in die Kunsttherapie, damit solche schönen Bilder entstehen. Und der junge Gosch war ja farbig, also wunderbar. Ähnelt ja diesem Dürer, dem Rasenstück, ne? Also du solltest in Nürnberg, also probier es mal, Albertina Wien, ne? Also gut. Ja. Auf diesem Bild sehen Sie vielleicht schon ein bisschen was. Sie sehen die Betroffenen. Da würden Sie jetzt sagen, die Dame hier im Hintergrund, die ist scheinbar die zufriedenste, weil die hat rückenschonendes Arbeiten jetzt beschert bekommen von diesem netten
Playmobil-artigen Roboter. Was die Frau, die da getragen wird, sich denkt, weiß man noch nicht. Die ist, glaube ich, keine echte Beeinträchtigte, deswegen kann die auch noch ganz gut grinsen. Aber das ist ja genau die Frage, hier sind die Beteiligten. Und ich wollte übrigens sagen, Ethik gilt ja immer als so ein bisschen Brems, das sind so die Bedenkenträger des Fortschritts. Die müssen dann immer unter Ethikrat und haben dann immer Bedenken. Deswegen war ich ein bisschen mit meinem Thema auch gar nicht zufrieden, wie ich es genannt hatte, weil da klingt ja auch schon ein bisschen Skepsis durch, ne? Ethische Grenzen, jetzt spricht er schon gleich wieder von Grenzen. Und Cyberkrankenhaus ist ja so ein bisschen polemisch schon. Also so möchte ich es wirklich nicht verstanden wissen. Was in dem Bild nicht drauf ist, ist der Kontext. Und jetzt nenne ich Ihnen mal einen Kontext, der heute noch gar nicht erwähnt wurde. Also wenn Sie ein übelmeinender Hacker sind, dann setzen Sie sich vor dieses Krankenhaus und da müssen Sie auch nur mittelmäßig begabt sein und machen einen Schaltschritt, wo dieser Roboter die ältere Dame fallen lässt. Und das ist auch schon mal, gleich mal ein bisschen als erster Aufschlag, ein Hinweis auf die Frage, dass die komplexeren Systeme, ich war fasziniert von dem Vortrag von Herrn Stein, da muss man schon auch aufpassen, aber dazu komme ich noch. Ich werde es ein bisschen gliedern, weil ich glaube, um darüber vernünftig zu diskutieren, auch über die Grenzen, ist es immer gut, Ordnung in so Gedanken und Systeme zu bringen. Ich werde ein bisschen was sagen zu dem Szenario, zu dem ganzen Kontext, in dem sich das ereignet. Ich will mal ein bisschen konkreter werden, um welche Anwendungen geht es denn. Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen sogar in die Richtung der Pflege vorgewagt. Und dann die Fragen der Folgen, wo sind die Pros, wo sind die Kontras? Und so ein bisschen am Ende zwei Folien zu einer ethischen Bewertung, die keine abschließende ist, sondern eher kleine Fingerzeige auf oder kleine Hinweise aufzeigt, was wir bedenken müssen. Es ist so ein bisschen, die grundsätzliche Bewertung ist ja wie in meinem Abituraufsatz. Also unsere Abituraufsatzthemen hießen alle Besinnungsaufsatz Segen und Fluch der Atomkraft, Segen und Fluch. Also es ist eine klassische Fortschrittsfrage. Immer wenn Fortschritt passiert, gibt es eine Polarisierung und die einen sagen, oh je, schrecklich. Und die anderen sagen, also das ist doch eine tolle Sache. Und das finden Sie in dieser ganzen Thematik wieder. Sie finden manchmal sehr naiv wirkende Statements von den Technikern, die sagen, es ist doch ganz toll. Und dann finden Sie aber schon auch sehr voreilige, reflexartige Bedenkensäußerungen, sodass wir sagen können, da müssen wir uns irgendwo in der Mitte aufhalten. Und die Frage, was akzeptiert oder abgelehnt wird, das haben Sie heute super bei dem Vortrag von Hubert Stein schon gesehen, hängt natürlich auch ein bisschen vom Metier ab. Und Sie haben es auch schon ein bisschen bei den beiden Vorträgen gemerkt. Also wenn es um Präzision ginge bei meinem Hirntumor, würde ich so sagen, da hätte ich nichts dagegen, wenn Herr Professor Steiner noch ein bisschen so einen Roboter zur Seite kriegt, der vielleicht seinen Tremor unterdrückt und das Ganze noch präziser macht. Super. Also dort, wo es um Technik geht, glaube ich, sind wir alle eher geneigt zu sagen, ganz gut, kann man uns vorstellen. Aber dort, und das haben Sie bei Frau Heim gemerkt, wo es um Beziehung geht, um Empathie, wo es, das, wir merken ja gerade, dass es auffällt, wenn man sie nicht hat, was einem dann fehlt, da ist so das Wort Roboter oder so eher, wird eher mit Skepsis betrachtet, dort eben, wo es um Beziehung und Empathie geht. Gleichzeitig haben wir natürlich auch bei dem Robotischen auch eine gewisse Faszination. Ich habe da mal geguckt, wann diese automatischen Klavierspieler entwickelt wurden, die so Klaviere selber klimpern. Und das hat Menschen immer. Also Roboter, das können Sie an den frühen Ufa-Filmen sehen. Also solche Hybridwesen waren schon immer faszinierend. Und ich glaube, es ist umso faszinierender, je weiter die weg von uns selber sind. Also da machen die irgendwas, aber wenn sie an uns selber rangehen, selbst wenn es so toll ist, wie Herr Stein prophezeit, ist es irgendwie ja schon ein bisschen auch schwierig. Und wo bleibt, ich meine, die Medizin hieß ja auch mal, jenseits der Chirurgie, Heilkunst. Also Heiltechnik kann, glaube ich, der Roboter schon ganz gut. Aber wie viel braucht es denn an Heilkunst, was der Roboter nicht kann? Und ich als Drogearzt, der ja auch viel, man könnte mal drüber nachdenken, haben dann solche Robotersysteme auch einen Placebo-Effekt? Also ersetzen die das, was der Arzt in Beziehungsmedizin ganz gut kann? Da kann man auch mal zweifeln. Die Kritiker würden auch sagen, das ist doch eine klare sozialpolitische Falle, weil alles, was dort an Technik gemacht wird, ist ja ein trojanisches Pferd zur
Kosten-zu-Kosten-Ersparnis. Also ihr macht das alles technisch und dann braucht ihr keine Pflegekräfte mehr, die jetzt sowieso irgendwie ständig mehr Gehalt fordern und also ganz üble Geschichte. Also das machen wir doch so über die Hintertür gleich mit rein. Das sind berechtigte Argumente, die immer wieder neu überprüft werden müssen. Und Sie merken ja, wenn Sie die Paralleldiskussion, Herr Stein hat darauf verwiesen, über das autonome Fahren sich anschauen, dann gerät es ja auch, es ist ein bisschen ins Stocken geraten, ne? Also mit dem autonomen Fahren. Also ich glaube, 3 Unfälle ordentliche gab es mit dem Menschenleben, jetzt sind erstmal die Juristen dran. Und da geht es auch um moralische, ethische Prioritäten. Also soll der im Konfliktfall lieber an die Wand fahren oder lieber den Menschen umfahren oder muss der dann zwischen Menschen unterscheiden, überfährt er den 90-Jährigen, weil er denkt, naja, bei dem ist eh nicht mehr viel zu holen, oder das Kind. Also das klingt jetzt sehr salopp, aber das sind natürlich reale Dinge, die in dieser robotischen Thematik vorkommen. Was immer gut ist, wenn man die Dinge unterteilt, und das möchte ich mal an diesen 3 Dingen tun, und es ist bei Frau Heim schon ein bisschen angeklungen, sozusagen die ethische Problematik wird größer, je weiter Sie auf der Folie nach unten gehen. Digitalisierung kann ich nur sagen, ich bin sehr dafür. Also wir bleiben nochmal bei dem Papier und Bleistift. Also Sie sehen das ja auch bei, jetzt bei den Gesundheitsämtern. Ich meine, da fragt man sich, schauen wir mal, in welchem Jahrhundert sind wir? Ich kann allen möglichen Zeugs mit Barcodes, es geht alles super und dort wird gepinselt und Excel und Kreuzchen, naja. Da wünscht man sich manchmal ein etwas schnelleres Tempo. Vieles in den Krankenhäusern ist durch sicher auch Unterfinanzierung der Digitalisierung, ist ja jetzt auch in Angriff genommen worden, 5 Milliarden werden da reingesteckt. Also da müssen wir vorankommen. Es kommt aber gleich das kleine Aber. Denken Sie an, vor 5 Wochen war es, glaube ich, Uniklinik Düsseldorf, 3 Tage vom Netz. Und die Uniklinik Düsseldorf hat keine schlechte IT-Abteilung. Also Sie haben immer wieder das Problem, vielleicht gar nicht des Datenschutzes, aber der Datensicherheit. Und Sie können einfach solche Systeme lahmlegen. Und das ist ja ein Wettbewerb, immer wer hat gerade die Nase vorn, die Hacker oder die Spezialisten in den Institutionen. Das ist halt die Achillesferse der Systeme. Zweite große Thematik ist die künstliche Intelligenz. Ich finde die irre spannend und auch da, die nimmt ja zu, also böse Zungen sagen, Radiologen sind der überflüssigste Beruf aller Zeiten, weil diese Mustererkennung kann also jedes KI-System wesentlich besser, der hat 1 Million Bilder vorher gesehen und der Assistent, der da sitzt, der kann das überhaupt ganz schlecht. Das wird so sein, Mustererkennung wird ein Thema sein, aber es gibt so auch Grenzfragen. Sie haben vielleicht gelesen, dass die Melanom-Detektionssoftware besser sei als Dermatologen. Und da, vielleicht so ein bisschen über Wissenschaft mal zu reden, das stimmte in der Untersuchung, es wurde aber nur ein Teil der Medaille geschildert. Der Mustererkenner, Kamera, hat tatsächlich mehr, ich glaube 4% mehr Melanome entdeckt als der Dermatologe. Er hat aber 30% von braunen Flecken als Melanome bezeichnet, die gar keine waren. Also das ist die andere Seite der Medaille und ich will es mal ganz doof sagen, also wenn Sie dem Computer sagen, jeder braune Fleck ist ein Melanom, dann hat er 100% Detektionsrate, aber macht halt jeden Fleck zum Problem und richtet ziemlich viel psychologisches Unheil an, weil die armen Leute dann mit dieser schlechten Nachricht alleingelassen sind. Also Sie sehen, da gibt es schon immer auch diese Probleme und wo ich gespannt bin, ist, wie geht es weiter mit der sinnlichen Wahrnehmung? Also Sie können sicherlich durch eine gute künstliche Intelligenz, weil der einfach alles drin hat, eine Notaufnahmeassistenten im 2. Ausbildungsjahr in der Notaufnahme, der vielleicht mal was vergisst, der Computer vergisst es nicht, der spuckt noch Sachen aus, sagt, oh, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber wissen Sie, wo ich mich frage, ob der das wirklich auch kann? Es gibt Menschen, Patienten, die kommen in der Notaufnahme auf einer Trage von Rettungssanitätern hereingefahren und dann habe ich in 10 Sekunden sinnlich erfasst, was da los ist. Der hat eine Platzwunde, riecht nach Alkohol, hat eine raushängende Zigarettenschachtel und da denke ich mir, der Laborwert von 2,5 Promille, den ahne ich heraus und es sind ungefähr 5 Sekunden Nachdenken gewesen. Wenn Sie das alles in den Computer alles reinschreiben, dann ist der Prozess ineffektiver als ein guter Arzt. Und es wird irgendwie, werden wir es zusammenbringen müssen, glaube ich, weil beides hat Vorteile, das sinnliche Wahrnehmen, die integrative Leistung, wo das Gehirn immer noch ganz gut ist. Aber
Vielleicht wird es auch mal überholt. Und das, worauf ich mich nur ein bisschen konzentrieren möchte, ist die Robotik. Und da haben Sie, glaube ich, bei Herrn Stein, ich kannte den Vortrag nicht, aber ich habe es schon mal mir so ähnlich gedacht. Ich glaube, im mechanischen Bereich sind wir da, bin ich auch schwerer Bewunderer. Aber jetzt die Frage, und das hat ja Frau Heim auch angesprochen, wie ist es denn in der Pflege, wo es weniger um Mechanik geht, sondern eher um auch einen abstrakten Wert, wo das ganze Tun eine immaterielle Bedeutung hat, nämlich Zuwendung, Empathie und Pflege. Und ich glaube, da geht es immer auch um ergänzende Systeme. Das ist so mal die Betrachtungsweise. Und wenn man mal beim Letzten bleibt, da ist ja auch schon in dem Begriff Pflegeroboter, also wenn Sie über Pflegeroboter mit Pflegen sprechen, zucken die immer erstmal zurück, weil es wirkt ja so, als sei der Pflegende oder der Pflegerin, Pfleger ersetzbar durch einen Roboter. Und das trifft das Herz eines Pflegenden mit voller Wucht, weil es genau die Frage eben aufwirft und ist tendenziös, deswegen sagt man, glaube ich, vernünftiger Robotik in der Pflege. Und zu dem trojanischen Pferd, da kann man schon sagen, naja, also wir haben immer mehr, das wissen Sie alle hier im Raum, Pflegebedürftige und wir haben eine begrenzte Zahl von Pflegekräften und wir haben auch noch eine Menge Angehörige, die viel leisten und die Frage ist ja doch, ob das ausreicht. Und da muss man jetzt auch sagen, gut, worum geht's denn, was hier zur Verfügung gestellt wird? Und da, glaube ich, ist es der Bereich auch sehr breit. Ich will das kurz nennen. Auch da gibt's, glaube ich, ist es klar, dass die Systeme unterschiedlich sind in der Akzeptanz. Das ist nämlich ein weites Feld. Also zum Beispiel meine Schwiegermutter hat so einen Tablettenerinnerer, der blinkt dann immer. Sie richtet sich so immer auf, so warum blinkt er denn? So, weil du die Medikamente nehmen sollst. Also das sind so einfache Dinge, ich glaube, da muss man nicht lang ethisch drüber reden. Das geht aber hin bis zum, man würde im menschlichen Bereich sagen, bis zu so einem Roboter-Escort-Service. Ne? Also das ist noch nicht ganz ausgereift. Wie ist denn das da zu sehen? Also das sind die Ebenen, Assistenzsysteme. Hier der Heben, Tragen, wunderbar und für den Einzelnen auch vielleicht Prothesen, Unterstützungen. Das andere sind Monitoring-Systeme, also Überwachungssysteme, Matten, die vordergründig, und das kann man an der Stelle ja gleich auch sagen, mehr Freiheit geben, aber gleichzeitig sozusagen unter Inkaufnahme von Überwachung. Sie können getrackt werden. Wir wissen, dass Sie da und dort nicht hingehen sollen oder nicht stolpern sollen oder dass Ihre Schrittfolge bedrohlich klein wird und dann kommt gleich einer dazu. Also wir haben interessante Informationen, die dem Überwachten hilfreich sind, aber er wird halt auch überwacht und damit seine Freiheit eingeschränkt. Und dann die sogenannten Begleiter, die sogenannten Robot Companions oder man könnte ja auch sagen, das sind irgendwelche Menschenimitate. Und zu denen will ich noch ein bisschen was sagen, zu den Menschenimitaten. Wir haben also hier jetzt auch wieder drei Ebenen. Ich will Ihnen eigentlich nur das Handwerkszeug geben, mit dem Sie auf die Debatte schauen müssen, weil abschließend bewerten kann man sie eigentlich nicht. Und wo müssen wir hinschauen? Auf die Mikroebene. Also was passiert da zwischen Roboter und dem Gepflegten, dem Betreuten? Deren Interessen müssen abgewogen werden. Dann gibt es die sogenannte Meso-Ebene, das geht dann auf die Institution. Wie schaut es dann aus in dem Heim? Wer zahlt es, wer finanziert es? Greift da vielleicht einer die Daten ab? Das ist wichtig. Und die große Ebene ist die der, ich habe es ja angedeutet, Thema trojanisches Pferd der Gesellschaft. Was hat es dann für Folgen? Und jetzt kommentiere ich das noch kurz zu den Assistenzsystemen. Ist, glaube ich, völlig klar, Mobilitätserleichterung, rückenschonendes Tragen, wenn das der Roboter macht. Und dann gibt es im Amerikanischen so eine etwas, finde ich, schon auch gewöhnungsbedürftige Formulierung, die sogenannten Dull and Dirty Jobs in der Pflege. Was heißt Dull and Dirty? Das heißt stumpfsinnig und dreckig, also zum Beispiel Hygienefragen. Und da ist es, daran sehen Sie übrigens, wie ambivalent das Thema ist. Es gibt Hinweise von Menschen, den Gepflegten und den Pflegenden, die sagen, trotz der Schambesetztheit des Themas ist das auch ein Stück Menschlichkeit, Zuwendung,
tiefes Vertrauen, was sich dort manifestiert. Es würden jetzt zum Beispiel gläubige Menschen sagen, die Zuwendung, das sich pflegen lassen, ist ein Stück Hinwendungsthematik. Und dann gibt es Menschen, die sagen, um Gottes Willen, das ist für mich so unangenehm. Meine Würde ist bedroht, wenn eine andere Person sich um diesen sehr intimen Teil kümmert. Mir ist es viel lieber, wenn das eine Maschine macht. Und daran sehen Sie, dass es keine so kategorialen Aussagen gibt, das ist gut, das ist schlecht, sondern es ist immer auch abzustimmen auf die individuelle Situation oder die Beziehung. Und ansonsten kann ich nur sagen, die Assistenzsysteme, ich meine das wirklich sehr ernst mit diesem Hacking. Also wir haben ja in der Neurologie Systeme, zum Beispiel beim Parkinson, die Assistenzsysteme sind, den sogenannten Hirnschrittmacher. Und es gibt 5, 6 Artikel über sogenanntes Brain Hacking. Und es ist nicht nur Fantasie, das ist passiert. Sie können sich, ich meine, man hat beim Programmieren diese Systeme nicht dran gedacht, dass sich einer hinstellt und einloggt in ihren Hirnschrittmacher und sie dann wie eine Marionette da im Viertel tanzen lässt. Ich meine, das ist wirklich blöd, aber das kann uns ja, also wir müssen es zumindest mit berücksichtigen. Beim Monitoring hatte ich es Ihnen eigentlich schon angedeutet, es ist relativ klar, die Vor- und Nachteile von Tracking, Überwachung sind sicher zu berücksichtigen. Und dann gehe ich noch mal ein bisschen zu den robotischen Begleitern. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die Prototypen sind ja schon ziemlich alt. Der Aibo-Hund, der wird übrigens, den können Sie bei eBay jetzt kaufen. Der hat schon so einen historischen Wert jetzt, also fast 900 Euro. Damals war er billiger. Gut, das war noch D-Mark. Also der ist noch ein bisschen plump, muss man sagen. Aber wo sich die Debatte natürlich schwer entzündet, ist die Roboter-Robbe Paro. Die ist nämlich ganz streichelweich, das ist wie so ein Teddy. Und die wird jetzt mit vorwiegend auch Demenzpatienten zusammengebracht. Und jetzt können Sie sich schon vorstellen, jetzt gehen die Meinungen sehr auseinander. Die Empirie sagt, das ist nicht so ganz schlecht, weil diese Robbe wirklich eine Menge mobilisiert an Empathie bei den Betreuten. Und gleichzeitig haben sie immer so ein bisschen das schale Gefühl, wird die Person jetzt nicht erniedrigt, getäuscht? Was ist das eigentlich? Ist das nicht auch eine Verdinglichung der Beziehung? Es geht überhaupt keine Person mehr rein und die Robbe interagiert dann mit dem Gepflegten. Es gibt einen sehr zynischen Kommentar eines Kollegen Ethikers, der schreibt, das endet dann schließlich mit der Bespaßung von Sterbenden durch eine künstliche Robbe und die Pflegenden sitzen dabei und trinken Kaffee. Also so kann es ja auch nicht sein und Sie sehen immer, dass dort die Grenzen berührt sind. Spannend sind kulturelle Unterschiede. Die Japaner zum Beispiel sind da völlig entspannt bei diesen Alters, oder völlig entspannt ist vielleicht übertrieben, aber haben viel weniger Probleme mit diesem Thema der Demütigung. Und die sagen, ja, wir haben doch, gucken Sie sich die Teddy-Spielzeuge für die Kinder an, die sind inzwischen auch hochtechnisch, da regt sich ja auch keiner auf und sagt, die Kinder werden irgendwie gedemütigt durch diese Täuschung und die Alten sind halt so ein Stück Kreislauf, da geht es halt wieder runter mit dem Gehirn, so wie beim kleinen Kind. Jetzt haben die halt sozusagen die Puppen des Alters. Da tun sich die Japaner interessanterweise sehr viel leichter. Also immer die Ambivalenz der Vor- und Nachteile und der Umgang mit den ethischen Abwägungen, die ich Ihnen nur noch kurz vorstelle. Es sind die Klassiker. Sie haben die Ethikbrille auf, die fragt, wo ist das Wohl für alle Beteiligten? Die fragt, wo ist der Schaden für alle Beteiligten? Die fragt, wo ist die Selbstbestimmung? Gilt übrigens auch dann für die ersetzten Pflegenden. Wo ist die Gerechtigkeit? Wie ist die Fairness? Wie ist die Bezahlung? Und wie ist die Sicherheit? Das führt mich dann schon zu meinen letzten beiden Folien. Also Sie haben keine Lösung von mir gehört, sondern vielleicht ein paar Eckpunkte, wo man drüber nachdenken muss. Und Frau Heim hat schon erwähnt, ich finde es einen großen Vorteil. Die Professionen müssen sich mal überlegen, quasi wenn ich durch einen Roboter ersetzt werden könnte, wo ist denn mein genuines Verständnis meines Jobs oder meines Berufes? Wo ist mein Standort? Das heißt, wir sind gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen. Wir müssen diese ganzen Diskussionen vorurteilsfrei einbeziehen und wir müssen alle einbeziehen und das sind auch die Auszubildenden. Das heißt, wir müssen heute ausbilden, auch die Pflegeberufe, auch die Ärzte in solche Systeme.
Und wir müssen das, was wir tun, ethisch und wissenschaftlich begleiten mit Forschung und, Sie haben es ja gemerkt, Sicherheitsfragen auch klären. Wo wir wirklich aufpassen müssen, ist die Einschränkung menschlicher Begegnungen, weil manches, was technisch dann hilft, ist aber unterstützend, darüber haben wir in der Pause gesprochen, an Vereinsamung. Die Soziologen reden dann von Masseneremitentum, also man ist zwar Teil einer riesigen Gesellschaft, gilt ja auch für die jungen WhatsApp-User, aber irgendwie doch sinnlich alleine. Also irgendwie, da gibt es Beziehungen, aber nur virtuell, da muss man, glaube ich, sehr aufpassen. Und insgesamt muss man, glaube ich, fördern, dass die Betroffenen auch frühzeitig einbezogen werden. Die Einrichtungen müssen einbezogen werden. Wichtig ist, glaube ich, dass ethische Fragen, da bin ich ziemlich klar, nicht einem KI-System überlassen werden sollten, auch wenn es 57.000 ethische Abwägungen eingespeist gekriegt hat. Da würde ich mir den Menschen noch als Goldstandard wünschen. Und deswegen bin ich gar nicht pessimistisch. Es gibt bereits erarbeitetes Handwerkszeugs für solche Betrachtungen. Das brauche ich Ihnen nicht im Einzelnen vorstellen. Da gibt es ein Handwerkzeug, das heißt MISTAR, Modell zur ethischen Evaluation soziotechnischer Arrangements. Also ich bin ganz zufrieden, dass der Fokus da durchaus schon besteht, diese Dinge sich aus der ethischen Perspektive anzuschauen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Frank, herzlichen Dank für deinen Vortrag. Wir fangen mit den haptischen Dingen an, bevor es wieder untergeht. Wein oder Lebkuchen? Wein. Herzlichen Dank für deinen Vortrag. Sie sind wieder aufgefordert, Ihre Fragen aufzuschreiben. Meine Kollegin, die Frau Rühl, wird es einsammeln. Ich will mal anfragen mit einer Frage zur Nutzerakzeptanz. Jetzt haben ja ganz viele Leute in den mittleren Generationen schon diese Fitnessarmbänder, die Jungen sowieso im Handy, wo auch immer. Glaubst du, dass dadurch sowas wie so ein Monitoring mit einem Pflaster oder sowas auch zukünftig leichter akzeptiert wird, weil man sich damit befasst hat, will ich das in Kauf nehmen, dass in der Cloud Daten von mir gespeichert werden? So ist es. Dort ist die jüngere Generation deutlich weniger kritisch und sehr viel mehr bereit, Eingriffe auch zu akzeptieren. Das wird so sein, ob das gut oder schlecht ist, will ich jetzt nicht bewerten, aber dort wird es in Kauf genommen. Und würde dann, der Professor Stein hat ja berichtet, dass in den 80er Jahren oder Anfang der 90er es schon mal ein Robo-Doc gab, ja, der dann in die Schlagzeilen geriet und dann ist es wirklich wieder 10 Jahre in Vergessenheit geraten. Was wäre, wenn es jetzt einen Datenskandal gäbe, alles was wir auf den Fitnessarmbändern haben, klar, irgendwo öffentlich wird? Käme es auch zu so einem Rückschlag? Das ist ja Kennzeichen für unsere Gesellschaft, dass es gibt ein sehr dünnes Eis bei der Frage von hochgelobt und schnell abgestürzt. Also ich glaube, dass das Grundprinzip von Robodoc auch heute wieder passieren könnte, allerdings mit sehr viel mehr Vorschuss und dann sehr viel mehr Bashing. Also es sind die Amplituden der öffentlichen Meinung gehen hoch. Ich will jetzt nicht auf amerikanische Wahlkämpfe eingehen, aber das ist ja ein gesellschaftliches Phänomen. Es gibt Soziologen, die sprechen von der aufgeregten, der nervösen und der gereizten Gesellschaft. Deswegen werden diese Fragen auch immer noch ein Stück aufgepumpter diskutiert. Genau wie du sagst, es wird sicher enthusiastisch akzeptiert, aber wenn was schief geht, wird auch ordentlich draufgehauen. Ja, danke dir. So, was haben Sie denn für Fragen an den Professor Erbgut oder vielleicht auch Kommentare zu seinem Vortrag? Du hast das Beispiel mit dem alkoholintoxikierten Patienten gebracht. Wir waren alle in der Notaufnahme und wir wissen, in 98-99% hat diese Einschätzung gestimmt. Ja. Aber wir sind immer wieder überrascht worden, genau, dass es vielleicht doch eine Magenblutung war, so dass es doch eine Hirnblutung, ja, war. Und glaubst du nicht, dass uns gerade ja die Digitalisierung und diese Algorithmen davor schützen, ja, dass wir immer unserem Bauchgefühl nachgeben und damit, ja, unter Umständen auch in die Falle tappen? Genau, das Bauchgefühl ist ja auch zweischneidig. Ich habe jetzt die positive Seite erwähnt, aber es gibt auch die klare, und das ist wissenschaftlich gestützt, das Bauchgefühl liegt auch manchmal ordentlich daneben. Und deswegen ist es, wie du sagst, genau, ich glaube, das ist die gute Lösung, beides zusammenzuführen, dass das Bauchgefühl noch sein darf und nebenbei rechnet der Computer so ein bisschen rum und bestätigt dich dann, oder er spuckt noch was aus, wo du sagst, oh, vielleicht doch ein Subdural-Hämatom, weil er doch noch hingefallen ist. Und dann rettet er uns vor den Fehlern. Ganz klar, da bin ich für ein entkrampftes oder ein entspanntes Verhältnis zwischen meinem KI-Computer und meinem empirischen Hirn.
Ein sowohl als auch. Ja, ein zusammen. Ein zusammen. Aus dem Publikum kommt die Frage, oder erstmal der Kommentar, tolle technische Fortschritte, ohne weiteres, aber unter dem Aspekt der Energienutzung ganz global, also jetzt nicht nur in der Medizin, ist das eigentlich auch als schlechte Entwicklung zu sehen? Naja, wenn, absolut berechtigtes Argument. Sie wissen, wie viel WhatsApp pro Tag an Energie verschlingt. Die Frage also, wie ist der CO2-Footprint, also was wir da so machen. Ich glaube, das muss man sich einfach angucken. Ich glaube, da ist auch viel zu sparen, was an anderer Stelle anfällt. Aber das ist eine wichtige Ergänzung meiner Liste. Also das ist noch eine, wenn Sie so wollen, die fünfte oder sechste ethische Brille. Wie ist die Frage der Nachhaltigkeit oder auch Belastung von Umwelt und sonstigen Ressourcen? Ganz wichtiger Hinweis, ganz fraglos klar. Und eine Frage habe ich hier noch, was passiert denn, wenn diese gesellschaftlich, juristischen, ethischen, unterstützenden technischen Fragen nicht zeitgleich mit der technischen Möglichkeiten gelöst werden, sondern eigentlich hinterherhängen und ich würde jetzt noch ergänzen, im Grunde so gepowert von der Industrie, die da natürlich weitermachen will, auch von der Wirtschaft, das so ins Hintertreffen gerät. Naja, die Industrie hat natürlich ganz klar auch gelernt und weiß, und das tut sie auch, das haben übrigens auch die autonomen Fahrsysteme in sehr frühen Phasen der Entwicklung. Und das ist eigentlich auch mein Appell, die ethischen Fragen und die Priorisierungsfragen mit einbezogen. Also da hat man schon gelernt, und das ist die Botschaft, in dem Prozess sehr früh alle Beteiligten einzubeziehen. Dann kann man zumindest verhindern, dass die Technik schon überall ist und dann erst quasi die Ethiker durch die Lande laufen und sagen, so geht es nicht. Also wir müssen es zusammen machen. Es ist nicht alles lösbar. Wir werden Dinge haben, da sagen wir, jetzt muss man es halt einfach auch mal probieren. Und deswegen Begleitforschung und gucken, wenn es in die falsche Richtung läuft, dann darf man es auch wieder stoppen. Und da ist jetzt das Pflegepraxiszentrum genau. Wirklich ganz, ganz gute Entwicklung, weil man da versucht, so diese Seiten auch zusammenzubringen. Ja. Ja. Ich danke dir sehr für deine Ausführungen und den runden Abschluss. Darf ich noch was sagen? Natürlich. Die Frau Kaufmann wird sich jetzt gleich verabschieden und sie wird allen möglichen danken, nur nicht sich selbst. Und deswegen übernehme ich schon mal voraus einen diesen Part und sage Dank der Frau Rühl. Also Sie können sich vorstellen, es war nicht so ganz easy, das hier zu choreografieren. Das war Heidenarbeit dafür. Ganz, ganz herzlichen Dank. Auch Herr Feuerlein hier vom Marmorsaal und Elke Kaufmann, die das koordiniert hat. Und unterschiedliche Persönlichkeiten. Dankeschön. Ich gebe den Dank gern zurück an die Leitung des Zentrums für Altersmedizin, die jetzt gerade so in der letzten heißen Woche, wo wir nochmal vielfältig erwogen haben, was geht nicht, wirklich immer da war und da ganz großen Dank an euch. Ja, es kommt das Ende der Veranstaltung. Ich habe mich sehr gefreut, wirklich, ganz besonders gefreut, dass wir das in diesem Jahr machen konnten, dass wir ein Stück weit auch zeigen konnten, wie wir so eine Veranstaltung, so eine Begegnung gestalten können unter den momentanen Bedingungen. Und wenn ich mich so umschaue, habe ich wirklich ein gutes Gefühl. Also ich glaube, wir haben das gut gelöst, Sie haben alle das gut gelöst und dafür will ich Ihnen auch ganz herzlich danken. Und es zeigt sich auch, dass es eben auch Menschen gibt, die sowas wahrnehmen wollen, auch in der jetzigen Zeit. Und jeder hat die Freiheit, für sich zu entscheiden, will ich oder will ich nicht. Und das zeichnet auch ein Stück weit unsere freiheitliche Demokratie aus. Ich hoffe auch, das Thema Technik im Krankenhaus lässt Sie hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, dass wir diesen demografischen Wandel gut gestalten können, wirklich auch die Chancen sehen, die in der zunehmend älter werdenden Bevölkerung liegen, weil wir einfach auch vielfältige Ressourcen haben. Wir haben ganz viele wirtschaftlich-technische Ressourcen, wir haben viele Ideen, wie wir das gestalten können und eine Gesellschaft, die das auch in der Lage ist, gut miteinander zu diskutieren. Ich will an dieser Stelle auch meinen Dank aussprechen, dem Orga-Team, der Schöller-Stiftung insbesondere, die das Symposium wieder möglich gemacht hat, überhaupt die Arbeit am Zentrum für Altersmedizin,
der Städtler Stiftung für die Unterstützung von dem Preis, den wir gewonnen haben, und natürlich unseren Preisträgerinnen und Preisträgern für die Ideen, die sie eingereicht haben. Ich habe vorhin auch schon berichtet, wir haben den Professor Bradl hier vom Bayerischen Roten Kreuz eingeladen, um in der Hoffnung, in Nürnberg vielleicht auch da so andocken zu können, und wollen da sicher gerne im Gespräch bleiben mit Ihnen. Ja, ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen, guten, sicheren Nachhauseweg, ein wunderbares Wochenende und dass Sie die nächste Zeit dennoch für sich so mit dem gewissen Wohlfühlfaktor noch gestalten können, den wir alle brauchen, wenn es jetzt in die dunkle Jahreszeit geht. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auf jeden Fall nächstes Jahr an dieser Stelle wieder. Schönen Abend Ihnen. Applaus